So, die Aufzeichnung läuft. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu diesem Termin Fachdidaktik 1 der Informatik. Das ist die erste Folie, die wir beim letzten Mal nicht mehr geschafft haben. Es geht generell um das große Kapitel Probleme von Programmieranfängern. Und wie Sie sehen, geht es jetzt hier um den Abschnitt Wie Fehler finden. Wir haben eine wichtige Unterscheidung beim letzten Mal getroffen: Kompilierzeitfehler, also Fehler, die schon vom Compiler entweder als richtige Fehler oder als Warnungen gefunden werden. Auch Warnungen sollten Sie ja bei der Entwicklung von Software, Warnung des Compilers, sollten Sie natürlich tunlichst beachten und nach Möglichkeit nicht ausschalten, sondern eben beherzigen und nach Möglichkeit durch sinnvolle Änderung des Codes sozusagen ausschalten. Problematischer, viel problematischer ist jetzt, sind jetzt Laufzeitfehler, Runtime Errors. Das heißt also Fehler, die während der Laufzeit entstehen und die dafür sorgen, dass das Laufzeitsystem den Programmlauf abbricht. Und dann mit einer Fehlermeldung, wo Sie dann den aktuellen Callstack sehen, also welche Methoden gerade wie ineinander geschachtelt aufgerufen sind, schon gestartet, aber nicht geendet sind und dann auch in welcher Zeile in dieser Methode gerade das Programm war, als der Fehler aufgetreten ist. Das Problem an der Sache ist allerdings, dass die Suche nach, wenn ein solcher Laufzeitfehler aufgetreten ist, dass die Suche sehr viel schwieriger ist als typischerweise bei Kompilierzeitfehlern. Denn ein Punkt ist erst einmal, dass das Problem erst ganz woanders auftreten kann. Zum Beispiel, Sie haben an irgendeiner Stelle aus Versehen eine Referenz auf Null gesetzt und ganz woanders erst. Also Sie haben sie erstmal weitergereicht von einem Methodenaufruf zum nächsten durch das halbe Programm hindurch, ohne sie jemals überhaupt anzufassen. Einfach nur immer weitergereicht und irgendwann ganz woanders greifen Sie lesend oder schreibend auf ein Attribut zu oder wollen eine Methode aufrufen und dann gibt es eine Null Pointer Exception. Und möglicherweise lässt sich auch gar nicht so leicht nachverfolgen, wo Sie diesen Fehler gemacht haben, weil diese Referenz, die jetzt null ist, könnte an verschiedenen Stellen in Ihr Programm reingekommen sein, könnte an verschiedenen Stellen eingerichtet sein. Das müssen Sie erstmal nachvollziehen, wo dieser Fehler passiert ist. Und da, wo dieser Fehler passiert ist, dass diese Referenz auf Null gesetzt ist, muss noch lange nicht der logische Fehler passiert sein. Der kann viel früher irgendwo in der Logik passiert sein, der dann später erst dazu führt, dass hier kein Objekt, sondern Null ist. Zum Beispiel, dass irgendein Wert viel früher falsch berechnet worden ist. Und wenn dieser Wert beispielsweise negativ ist, wird die Referenz auf Null gesetzt. Wenn sie positiv ist, wenn er positiv ist, wird die Referenz auf ein Objekt gesetzt. Da bei der Berechnung des Wertes, was viel früher passiert sein könnte, ganz woanders im Programm, da könnte der Fehler beispielsweise passiert sein. Es gibt in Java und in anderen Programmiersprachen, wie beispielsweise auch C++, erhebliche Bestrebungen, solche Fehler also ihnen Möglichkeiten an die Hand zu geben, solche Fehler nach Möglichkeiten zu vermeiden. In der Standardbibliothek von Java finden Sie beispielsweise die Klasse Optional, die wir auch in der FOP dazu betrachtet haben, die das Ziel hat, genau solche Probleme zu lösen, dass nach Möglichkeit, also nicht, dass der Fehler nicht mehr auftritt, aber dass es leichter ist, den Fehler zurückzuverfolgen zur eigentlichen Ursache. So. Also, der Stack Trace gibt Ihnen nur den Schnappschuss, der Call Stack in dem Moment, als der Fehler passiert ist, es gibt Ihnen nur den Schnappschuss in dem Moment, als der Fehler passiert ist. Und wie gesagt, der Fehler kann viel früher passiert sein. Da das nicht bekannt ist, wann, an welcher Stelle dieser Fehler passiert ist, kann es natürlich auch keinen Call Stack davon geben. Also, Sie müssen zurückgehen und da werden Sie als Informatiker, Informatikerin müssen Sie viele verschiedene kognitive, intellektuelle Fähigkeiten mitbringen. Nicht? Sie müssen die Fähigkeiten von guten Architekten, Architektinnen mitbringen. Architektur ist ja ein wesentlicher Punkt in der Arbeit von Softwareentwicklern. Und Sie müssen aber auch, wenn es eben um die Fehlersuche geht, auch detektivische Arbeit
detektivische Fähigkeiten mitbringen, um den Fehler so nach und nach, um das Programm zu durchdenken, den Fehler so nach und nach einzugrenzen und aufzuspüren. Ich will Ihnen vielleicht mal ein Beispiel nennen aus meiner eigenen Praxis. Das war nicht in Java, sondern in C oder C++. Also dieser Fehler könnte in Java gar nicht passieren, aber ist vielleicht trotzdem lehrreich. Ich hatte einen Fehler, der immer dann aufgetreten ist, wenn ich aus einer bestimmten Methode zurückgesprungen bin in die darüber liegende aufrufende Methode. Und ich habe das versucht einzugrenzen. Ich habe das versucht einzugrenzen. Ich habe den Fehler nicht gefunden. Das Programm ist immer beendet worden vom Laufzeitsystem, genau in dem Moment des Rücksprungs. Und dann habe ich lange und lange gesucht, bis ich plötzlich dann doch auf einen Fehler gestoßen bin, ganz woanders, nämlich ich habe aus Versehen bei einem Array bin ich auf einen nicht existierenden Index gegangen, habe den überschrieben. Minus 1, glaube ich, wird das wohl gewesen sein. Das geht in Java nicht. Nicht genau in dem Moment bricht das Laufzeitsystem den Lauf des Programms ab, es sei denn, Sie fangen diese Array Index Out of Bounds Exception. Aber dann wissen Sie ja auch, dass da an dieser Stelle was passiert ist, dass es genau diese Stelle war. Aber in C und C++ ist das nicht so. Dieser Übergriff auf eine Speicherstelle neben dem Array, die gar nicht mehr zum Array gehört, aber noch zum Programm, also so dass ich da drauf schreiben durfte, dass ich Schreibzugriff hatte, der hat die Rücksprungadresse überschrieben von der Methode. Und das sorgt dann eben dafür, dass beim Rücksprung aus der Methode eine falsche Rücksprungadresse evaluiert wird und das hat dann zu dem Programmabbruch geführt. Also Sie sehen, erstens mal, es ist nicht ganz einfach, es kann viel Zeit kosten und zweitens mal, es hat schon einiges für sich, dass viele, viele Fehler, die man in der einen Programmiersprache machen kann, in der anderen Programmiersprache nicht mehr möglich sind. Der Preis, den Sie dafür in der zweiten, in der sicheren Programmiersprache zahlen, ist Laufzeit, Effizienz, Antwortzeit. Ja, es kostet alles mehr Zeit, wenn man alles das mitschleppt. So, wie können wir da vorgehen? Also Fehlersuche ist eigentlich eher eine Kunst als eine Technik. Insofern ist eigentlich die Frage mit Nein zu beantworten, ob es ein Schema gibt, aber nicht, zum Glück nicht ganz mit Nein. Und da schauen wir mal ein bisschen hin. Wie können wir da vorgehen? Das ist wirklich nur ein Schema, ja. Das heißt nicht kein Kochrezept, dem Sie sklavisch folgen können, sondern nur ein Schema, von dem Sie sich leiten lassen können und hoffentlich leiten lassen. Da hatten wir in der FOP ein Thema namens Zusicherungen. Also auch hier wieder. Das ist nicht nur Wintersemester 1920, sondern auch die darauffolgenden Wintersemester. Und zwar müssen uns da ein bisschen dann doch wieder in so ein bisschen theoretisch-konzeptionelles hineinwagen, so ähnlich wie wir das bei Schleifen hatten, mit der Schleifenvariante und der Schleifenvariante, so auch hier bei Klassen mit der Darstellungs-Implementations-Invariante. Was ist nochmal Darstellungs-Implementations-Invariante einer Klasse? Also wenn Sie beispielsweise eine Klasse Linked List haben, die haben Sie ja in Java, im Package Java Util, haben wir auch in der FOP behandelt, in Kapitel 7, dann haben Sie als Darstellungs-Invariante, dass zu jedem Zeitpunkt dieses Objekt eine geordnete Sequenz von Elementen des generischen Typs darstellt, in der Wiederholung vorkommen können und diese Sequenz kann auch leer sein. Und die ist auch veränderlich mit Methoden wie zum Beispiel add, add einfügen, können Sie neue Elemente einfügen an beliebiger Position und mit remove können Sie Elemente entfernen und so weiter. Und dass es eine Position gibt, ja, dass das erst
der Element der Sequenz Position 0 hat, zweite Element der Sequenz Position 1 hat und so weiter. Das gehört auch zur Darstellungsinvariante dazu. Ja, im Gegensatz beispielsweise zur Collection, das Interface List erweitert ja das Interface Collection, und ein wesentlicher oder der wesentliche Punkt, der bei Lists dabei ist, noch bei Collection nicht, ist, dass, dass es nicht, sich nicht um eine ungeordnete Sequenz handelt, so ähnlich wie eine mathematische Menge, nur dass eben im Gegensatz zu einer mathematischen Menge Duplikate erlaubt sind, sondern es handelt sich um eine geordnete Sequenz, wo jedes Element seine feste Position hat. Nicht unverbrüchlich fest, kann auch geändert werden, aber erstmal zu jedem Zeitpunkt hatte jedes Element eine feste Position, 0, 1, 2, 3 und so weiter. Das ist die Darstellungsinvariante von LinkedList. Also ich wiederhole hier nur Sachen, die Sie auch dort in der FOP finden, leicht auffinden, die wir auch in der Vorlesung gemacht haben, so dass ich mich hier also ein bisschen kurz halte. Die Implementationsinvariante von LinkedList ist, dass Sie intern in dem Objekt einen Verweis haben auf ein erstes Objekt einer Klasse, die wir ListItem genannt haben, auch generisch. Wo in dieser Klasse gibt es dann zwei Attribute, einmal den eigentlichen Schlüsselwert vom generischen Typ und zum anderen ein Next, ein Verweis auf das nächste Element in der Liste. Und wenn diese Liste leer ist, dann heißt es, der Verweis ganz vorne in dem Objekt von LinkedList hat schon den Wert 0. So, Vor- und Nachbedingungen bei Methoden hatten wir schon mal hier kurz geschaut, zum Beispiel bei der Fakultät, als wir da Rekursion betrachtet hatten, hatten wir ein Assert-Statement, eine Assert-Anweisung. Die Fakultät ist nur definiert für nicht negative ganze Zahlen, also 0, 1, 2, 3 und so weiter. Nicht für negative ganze Zahlen, aber der Datentyp ist Int, also der hat auch negative Werte. Oder Long, oder alle haben in Java negative Werte auch, alle Zahlentypen. Im Gegensatz zu C und C++, da gibt es auch Anzahlentypen. Okay, wieder zurück. Diese Assert-Anweisung stellt sicher, dass der Parameter, der aktuelle Parameterwert, der übergeben wurde beim Aufruf der Methode zur Berechnung der Fakultät, dass der nicht negativ ist. Und wie stellt das sicher? In dem Moment, wenn der doch negativ ist, das Programm an dieser Stelle abbricht. Das ist die Logik von Assert-Anweisungen. Mehr dazu sehen Sie im Kapitel, was ist das, Kapitel 5 der FOP unter Klasse Throwable und Klasse Error. Da ist auch Assertion Error dabei. So, das hatten wir auch schon bei Schleifen, bei der Rekursion auch. Bei der Rekursion ist die Invariante die, wir gehen davon aus, dass für kleinere Größen der Algorithmus schon korrekt funktioniert. Also nehmen Sie Merge-Sort her. Wir gehen, Induktionsanfang ist, dass der Algorithmus korrekt läuft für Listen, zu sortierende Listen der Länge 1. Da der Algorithmus da nichts macht, läuft er korrekt, denn eine Liste der Länge 1 ist per Definition immer sortiert. Und Induktionsschritt ist, wir gehen als Induktionshypothese davon aus, dass für Listen kleinere Längen, die eben rekursiv sortiert werden, dass dafür der Algorithmus korrekt funktioniert, gehen also davon aus, dass nach den beiden rekursiven Aufrufen der beiden Teillisten von rekursiven Aufruf von Merge-Sort tatsächlich die beiden Teillisten sortiert sind, sodass dann darauf aufbauend die Routine Merge korrekt funktioniert, weil sie als Voraussetzung hat, dass die beiden Listen, die sie zusammen verschmelzen sollen, eben sortiert sind. Das ist Rekursionsinvariante, und Rekursionsvariante ist dann entsprechend, dass die Sequenz von Mal zu Mal bei jedem rekursiven Aufruf, bei jedem Abstieg im Rekursionsbaum kleiner wird. Bei Merge sogar sehr viel kleiner, nämlich halbiert, sodass wir dann logarithmische Rekursionstiefe haben. So, das sollte nicht erst blindlings losprogrammieren und dann nachdenken, was hat man da eigentlich gemacht, sondern das wissen Sie ja sicherlich auch aus eigener Erfahrung, man sollte schon von vornherein bewusst mit diesen Konzepten
umgehen, denn diese Konzepte sind extremst hilfreich. Ohne diese Konzepte kommt man nicht wirklich weit. Es kann sein, dass man denkt, man kommt ohne diese Konzepte aus, aber dann hat man in irgendeiner etwas anderen, in irgendeiner verfremdenden Form diese Konzepte doch im Kopf angewendet. Also lieber explizit bewusst anwenden. Vor allem auch, weil ja der Code, den Sie schreiben, den möchten Sie vielleicht ein Jahr später nochmal wieder verstehen oder jemand anders soll diesen Code auch verstehen. Und insbesondere sollten wir diese ganzen Dinge, wie zum Beispiel schleifenden Varianten, Darstellungsvarianten und so weiter, schriftlich dokumentieren. Ja? Wenn Sie in die Standardbibliothek reinschauen, zumindest für Themen wie Darstellungsinvariante und Implementationsinvariante, also mindestens für Darstellungsinvariante, ja, das gehört in die Beschreibung einer Bibliothek wie der Java Standardbibliothek mit Java Doc beispielsweise hinein, weil es das ist, was die Nutzer und Nutzerinnen der einzelnen Komponenten der Standardbibliothek eben an Informationen brauchen. Intern im Quelltext sollten dann die anderen Punkte, die Implementationsinvariante, die Vor- und Nachbedingungen von Methoden und Invariante und Variante bei Schleifen und Rekursion dann gut dokumentiert sein. So, jetzt haben wir tatsächlich einen Runtime-Error. Was machen wir? Wir sollten schon von vornherein immer die Zusicherungen mit hineinnehmen, so wie in dem Beispiel bei der Fakultätsberechnung, die Zusicherung, dass der aktuelle Parameterwert des Int-Parameters nicht negativ ist. Können Sie einfach reinschreiben, Sie können ja bei der Übersetzung diese Assertions, diese Zusicherungen, diese Assert-Anweisungen an- und ausschalten. Das heißt also, wenn Sie das Programm wirklich laufen lassen, wenn es etwas tun soll, dann können Sie sich die Laufzeit dieser Assertion-Anweisungen sparen, indem Sie einfach diese Assert-Anweisungen abknipsen beim Übersetzen. Wenn Sie hingegen in Entwicklung sind, wenn Sie die Software entwickeln, wenn Sie auf der Fehlersuche sind, dann schalten Sie sie wieder an. Für Whitebox-Tests, das heißt, was heißt Whitebox-Test, was heißt Blackbox-Test? Blackbox-Test heißt man, dass man die zu testende Komponente, sei es eine Klasse, sei es eine Methode, dass man die nur von außen testet, indem man beispielsweise, wenn Sie eine Klasse testen, dass Sie mit den Methoden der Klasse interagieren, bei Objekten dieser Klasse und prüfen, ob tatsächlich die Darstellungsinvariante erfüllt ist. Also ob die Methoden das tun, was sie sollen. Während Assertions sind gedacht für Whitebox-Tests, das heißt also, da schauen Sie in die Methoden hinein, denn die Assert-Anweisung müssen Sie ja in die Methoden, die Sie testen, hineinschreiben, in die Rümpfe dieser Methoden. Und damit haben Sie dann eben einen, sozusagen, bekommen Sie einen Eindruck davon, was da passiert. Ja, die erste Assert-Anweisung, die fehlgeht, die das Programm zum Abbruch bringt, sagt Ihnen, aha, bis hierhin waren alle Zusicherungen erfüllt. Ja, bis dahin ist das Programm gemäß den Zusicherungen, die Sie eingefügt haben, korrekt gelaufen. Jetzt an dieser Stelle ist die erste Zusicherung falsch. Dann haben Sie schon mal sehr stark eingegrenzt, wo der Fehler eigentlich, wo der logische Fehler eigentlich auftritt. Ja, das ist ja dann auch wieder potenziell eine Stelle, die viel früher durchlaufen wird als die Stelle, an der das Programm tatsächlich abbricht. Ja, das ist die Hoffnung, dass Sie, oder die Zielsetzung, dass Sie die Assert-Anweisungen so platzieren und gestalten, die richtigen Tests, die aussagekräftigen Tests reinschreiben, sodass nach Möglichkeit der Fehler schon auftritt. Unmittelbar, möglichst kurz nachdem er gemacht worden ist, indem eben eine Assert-Anweisung fehlgeht und an dieser Stelle schon das Programm abbricht, sodass Sie nicht mehr weit zurückverfolgen müssen. So, JUnit-Tests kennen Sie aus der FOP, aus dem Übungsbetrieb. Das ist dann für Blackbox-Tests die Methode der Wahl typischerweise.
Wenn Sie Fehler suchen, dann wird es Ihnen häufig passieren, dass die Assert-Anweisungen, die Sie schon mit Bedacht vorher mit hineingeschrieben haben, die naheliegenden, wie zum Beispiel eben bei der Fakultätsberechnung, die Assert-Anweisung, die nur gelingt, die nur das Programm weiterlaufen lässt, wenn der In-Parameter tatsächlich, der aktuelle Parameterwert tatsächlich nicht negativ ist, dass die nicht ausreichen, dass Sie da, wenn Sie jetzt eine Stelle haben, wo die Assert-Anweisung fehlgeht, wo das Programm also abbricht, dass Sie feststellen, dass es immer noch mühselig dann zurückzulaufen. Sie wissen, der Fehler ist irgendwo wahrscheinlich passiert zwischen der letzten Assert-Anweisung, die gelungen ist, und wenn die vernünftig, also wenn die wirklich aussagekräftig ist, und der, die nicht gelungen ist, oder wenn die vorhergehenden Assert-Anweisungen, die gelungen sind, nicht aussagekräftig sind, müssen Sie noch weiter suchen. Dann werden Sie auf die Idee kommen, weitere Assert-Anweisungen, sollten Sie auf die Idee kommen, weitere Assert-Anweisungen da hineinzubringen. Natürlich, Assert-Anweisungen sind immer abschaltbar. Ein sinnvoller Punkt, dass man da mit Assert-Anweisungen im Whitebox-Test arbeitet, um den Fehler noch weiter einzugrenzen. Und es bietet sich an, da sie ja abschaltbar sind, diese Assert-Anweisung hinterher einfach im Code drin zu lassen. Ist eine gewisse Abwägung. Ja, irgendwann fängt es an, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, dass man vor lauter Assert-Anweisung die Logik der Methode nicht mehr sieht. Da müssen Sie dann halt schauen, eine Abwägung treffen, inwieweit Sie bereit sind, später, wenn da irgendwo nochmal ein Fehler auftritt, dann nochmal wieder Assert-Anweisung reinzuschreiben und diese dann nachträglich wieder rauszuschmeißen, damit der Code weiterhin lesbar bleibt. Das ist natürlich eine Entscheidung, die man ad hoc treffen muss, wo es auch durchaus bis zum gewissen Grad eine Geschmacksfrage ist. So, jetzt habe ich Ihnen das nochmal kurz zusammengefasst, was Sie hoffentlich aus der FOP mitgenommen haben zu dieser Thematik. Und die Frage ist jetzt natürlich, sollen wir das tatsächlich in so einer Form in der Schule bringen? Und ja, was sind denn überhaupt die Ziele, warum wir das bringen? Erst einmal, um den Schülerinnen und Schülern erstmal eine Handreichung zu geben bei ihren eigenen Softwareentwicklungsaufgaben, eben bei den Übungsaufgaben im Einzelunterricht, im Stillunterricht oder Gruppenunterricht, beziehungsweise bei den Hausübungen. Ja, genau für diese Situation sind ja diese ganzen Techniken gedacht, dass man da eine Hilfestellung hat, um schneller entwickeln zu können, um erstmal Fehler überhaupt finden zu können. Denn nicht jeder Fehler sorgt für einen Programmabbruch, nicht in jeder Situation für einen Programmabbruch. Um Fehler erstmal überhaupt finden zu können, zum Beispiel könnte es durchaus sein, dass eine Assert-Anweisung tatsächlich das Programm abbrechen lässt. Und ohne diese Assert-Anweisung wäre das Programm einfach durchgelaufen, hätte aber beispielsweise falsche Werte produziert. Gut, natürlich ist das auch darüber hinaus ein Lernziel für sich, nicht? Werden Sie mir sicherlich zustimmen, dass nicht nur das spaßige Entwicklung von Code, sondern auch die mühselige Fehlersuche und Fehlerbereinigung ein Lernziel sein sollte, das gleichrangig sein sollte zu anderen Lernzielen bei Softwareentwicklung, bei Programmieren. Auch das, denke ich, würde ich als ein nicht unwesentliches Lernziel ansehen, dass häufig die Informatik nach meinem Empfinden so ein bisschen als sehr einfach abgetan wird. Ja, das sehen Sie zum Beispiel, wenn im öffentlichen Dienst mal wieder eine befristete E11-Stelle für Informatik, für Softwareentwicklung, für Programmieren ausgeschrieben wird. Dann wissen Sie, was die Vorstellungen dahinter sind, was die Arbeit von Informatikern ist und wie anspruchsvoll die Arbeit ist. Aber die Frage ist natürlich, das sind natürlich alles wichtige, wertvolle Ziele. Die Frage ist aber umgekehrt, macht es Sinn, dieser Zielgruppe diese Ziele nahezubringen? Oder genauer gesagt, nicht die binäre Frage, ob es Sinn macht, sondern die eher grauschattierende Frage, statt Schwarz-Weiß-Frage,
inwieweit es Sinn macht. Und das möchte ich auf einer eigenen Folie versuchen zu entwickeln. Also die Frage ist, inwieweit ist das Thema geeignet für Informatikunterricht? Wenn Sie tatsächlich dahin kommen, größere Projekte mit Ihren Schülerinnen und Schülern machen zu können, ja, dann, da können Sie sich zum Beispiel, denke ich, auch bei der FOP, wenn Sie Java machen, auf jeden Fall, ansonsten halt entsprechend übertragen, können Sie sich durchaus an den Hausübungen der FOP, denke ich, ein Beispiel nehmen. Wir haben ja auch relativ früh begonnen mit JUnit-Tests etwa. Also das ist vielleicht auch frühe Übungsaufgaben bei der FOP sind sicherlich vergleichbar mit Projekten in der Schule in gewissem Sinne, sodass es sich da durchaus anbieten würde, an dieser Stelle auch alles Mögliche, was wir eben besprochen haben, einzubringen. Was natürlich auch wieder ein Zusatz, diese Ziele, die damit verbunden sind, die ich auf der letzten Folie genannt habe, sind natürlich ein weiteres Argument dafür, dass man, wenn die Zeit reicht, dass man auch Projektunterricht in Informatik machen sollte. Bei den ganz ersten Anfängerübungen, da kommt man, das wird sicherlich die Schülerinnen und Schüler erstens überfordern und zweitens machen zum Beispiel Blackbox-Tests wie JUnit-Tests noch gar keinen richtigen Sinn, weil das Programmieren in den ersten Anfängerübungen sicherlich eher Whitebox-mäßig ist. Ja, Sie kennen das, dass alles vorgegeben ist bis auf den Rumpf der Hauptmethode und dann haben die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe, diesen Rumpf mit Anweisungen zu füllen. Da gibt es kein Blackbox, kein sinnvolles Blackbox, da gibt es nur Whitebox. Ist natürlich auch ein Punkt, ist nicht nur ein sinnvolles Lernziel, sondern auch ein zeitkonsumierendes Lernziel, was dann Zeit, die man natürlich immer auch für anderes verwenden könnte. Ist halt die Frage, inwieweit das sinnvoll ist. Und da möchte ich ein bisschen was mehr dazu sagen, wieder auf einer Folie. Und ich habe nichts dazu in der Literatur gefunden, würde aber dann gerne doch meine Gedanken dazu mit Ihnen teilen. Ich denke, Assertions kann man sehr, sehr früh einführen. Ja, assert und dann Bedingung. Semikolon. Ja, so wie die Studierenden verstanden haben, wie das so mit Anweisungen ist, kann man sowas einführen. Und wenn die Studierenden, wie sie es bei Methodenaufrufen gewohnt sind, dann runde Klammern um die Bedingung setzen, schadet das auch nichts. Diese runden Klammern sind redundant. Warum nicht? Ja, eben für solche Beispiele, wie wir es eben mit der Fakultät hatten, da möchte ich wieder als Beispiel hernehmen, assert n größer gleich 0. N ist der Name des formalen Parameters. Gut, das ist noch nicht so richtig komplex. Ich habe jetzt hier in der Zeile eben darüber das Semikolon vergessen. Bitte um Nachsicht ist natürlich mitgemeint. Das ist noch sicherlich verständlich und es ist auch gut motivierbar, ja, wenn Sie solche Beispiele wie Fakultätsberechnung etwa haben, dass eben nicht alle Werte, die man als aktuelle Parameterwerte in eine Methode reintun kann, tatsächlich auch zu einem definierten Programmlauf führen und dementsprechend abgefangen werden sollten. Assertions kann man auch für Blackbox-Tests verwenden. Ja, wenn die Studierenden, Entschuldigung, die Schülerinnen und Schüler, wenn die erst einmal das mit Assert verstanden haben, warum nicht ein Assert beispielsweise hinter einen Methodenaufruf dann schreiben, um dann zu prüfen, ob die Rückgabe oder die Seiteneffekte dieser Methode tatsächlich die erwarteten sind. Ja, also man braucht kein, ich hatte es eben gesagt, Assert für Whitebox. JUnit für Blackbox, also mit Assert kann man auch sehr gut Blackbox-Testing machen. Nicht so bequem und komfortabel, aber immerhin. Und wenn die Schülerinnen und Schüler Assert schon kennen, dann kann man da ja direkt dran anknüpfen. JUnit, das würde ich wirklich erst empfehlen, wenn Sie wirklich echten Projektunterricht machen. Oder selbst da muss man sich überlegen, ob man das wirklich machen will oder nicht. Und in anderen Programmiersprachen gibt es dann ja auch etwas anders gelagerte Situationen, wo Sie das, was ich hier gesagt habe, vielleicht sinngemäß übertragen können, aber nicht wörtlich. So, Arten von Zusicherungen.
was sollten wir uns da anschauen? Preconditions, Vorbedingungen von Methoden. Wieder das Beispiel Fakultät, dass der aktuelle Parameterwert nicht negativ ist. Das ist sicherlich leicht verstehbar. Also ich denke, ich habe ein kleines Fragezeichen dran gesetzt, aber denke eigentlich, sollte man damit schon früh beginnen können. Ja, aber das hatten wir schon bei Schleifen und Rekursion betrachtet. Das hatten wir dort schon diskutiert. Möchte ich jetzt nicht nochmal in Tiefe diskutieren, sondern auf die letzte Vorlesung verweisen, wo wir das diskutiert hatten. Und hier ist halt der Punkt, dass aller Erfahrung nach schleifenden Varianten, Regressionsinvarianten sehr viel schwieriger zu verstehen sind. Auch in der AOD ist meine Erfahrung, also ich habe häufig die AOD in der Zeit, seitdem ich an der TU Darmstadt bin, gemacht und seit, glaube ich, 2012 mache ich das systematisch mit Varianten und Invarianten, Schleifenvarianten, Schleifeninvarianten, bei Datenstrukturen dann auch entsprechend Darstellungsinvariante, Implementationsinvariante. Und da scheiden sich die Geister dran. Es gibt Leute, die kommen sehr gut damit klar und sind begeistert davon, dass sie da so ein vereinheitlichendes Schema haben, wie man über Korrektheit nachdenken kann. Viele von denen haben auch schon mal woanders was mit Algorithmen, Datenstrukturen gehabt und sind begeistert davon, dass sie jetzt das mal sozusagen richtig sehen. Andere wiederum kommen damit überhaupt nicht klar, das mit Invarianten und Varianten, wobei ich da sagen würde, das ist dann ein kognitives, intellektuelles Defizit, wo ich vermute, diese Leute werden auch generell, wenn sie das nicht überwinden, dann werden sie auch generell mit Schleifen und Rekursion nie so gut klarkommen können, wie diejenigen, die gut mit Invarianten und Varianten klarkommen. Denn letztendlich das Durchdenken der Korrektheit beispielsweise einer Schleife, egal wie sie das angehen, wie sie das durchdenken, ein zielführendes Denken über beispielsweise eine Schleife ist immer die Trennung der Frage, was bleibt von einem Schleifendurchlauf zum nächsten Schleifendurchlauf gleich und die Frage, was ändert sich von einem Schleifendurchlauf zum nächsten Schleifendurchlauf, sodass irgendwann mal die Fortsetzungsbedingung nicht mehr erfüllt wird. Und das sind genau die Invariante und die Variante. Das heißt also, auch wenn Sie implizit darüber nachdenken, wenn Sie zielführend nachdenken, dann denken Sie in Invariante und Variante, ob Sie sich das bewusst wahrnehmen oder nicht. Und wenn Sie das nicht können, dann werden Sie, vermute ich, Grenzen haben bei der Komplexität von Schleifenkonstrukten, deren Korrektheit noch wirklich zu durchdenken und nicht nur durch systematisches Testen vielleicht zu prüfen. Aber wir hatten auch bei dem Thema gesagt, als wir das letztes Mal diskutiert hatten, es wäre sehr gut, wenn Sie das im Hinterkopf haben, dass Sie zum Beispiel daraus Fragen ableiten können. Guck mal, was ändert sich denn von Schleifendurchlauf zu Schleifendurchlauf und was hat das mit der Fortsetzungsbedingung zu tun und so weiter. Gut, was ist mit anderen Arten? Ich würde jetzt hier keinen Ratschlag geben wollen an dieser Stelle. Meine Ratschläge sind natürlich auch unverbindlich. Möchte ich nochmal betonen, sie sind auch nicht prüfungsrelevant. Das also, es ist nicht prüfungsrelevant, ob Sie meiner Meinung sind oder nicht, aber Sie sollten die Vorschläge, die ich hier bringe, kennen und verstanden haben. Mehr erwarte ich nicht. Ich erwarte keine Zustimmung und natürlich auch keine Ablehnung. Also hier sollten Sie vielleicht selber ausprobieren, was gut ist, abhängig davon, was Ihr eigener persönlicher Stil ist, abhängig davon, mit was für eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern Sie da zu tun haben. Ja, so ein kleiner Leistungskurs mit 6 Leuten, die alle Cracks sind, ist natürlich was anderes als vielleicht werden wir demnächst auch im Land Hessen mal in der Mittelstufe Pflichtkurse Informatik haben. Das ist natürlich wieder eine ganz andere Klientel. Also welchen Lernen gebe ich? Gut, das hat sich dann erklärt. Ja, da sind wir wieder mal dabei. Auch Binnendifferenzierung ist hier wieder mal das Thema. Gerechtigkeit versus Effektivität. Das Grundproblem bei der Binnendifferenzierung, dass sie allen versuchen wollen und sollten, gerecht zu werden nach Möglichkeit. Das heißt,
diejenigen, die schnell die Sachen verstehen, dass die sich nicht langweilen, aber auch nicht noch weiter ihren Vorsprung gegenüber den anderen ausbauen. Und die anderen, die es halt schwerer haben, die Sachen zu verstehen, die länger brauchen, dass die nicht abgehängt werden. So, das ist jetzt zum Thema Fehlersuche. Jetzt nochmal, wie gehen wir an eine Programmieraufgabe ran? Ja, bei den ersten Anfängerübungen ist das sicherlich jetzt kein Thema. Im anderen Extrem, beim richtigen Projektunterricht, ist das natürlich ein großes Thema und die Software, die Quelltexte, die man zwischen diesen beiden Extremen schreibt, da ist das natürlich auch schon ein gewisses Thema. Also es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema für Sie, dass Sie das im Hinterkopf behalten, und damit den Schülerinnen und Schülern entsprechend Hilfestellung geben können. Aber es ist durchaus auch sinnvoll, das natürlich an geeigneten Stellen zu kommunizieren. So, wie Sie ja sicherlich schon bemerkt haben sollten in Ihrem Studium, gibt es sowas wie reine Rechenaufgaben, wie in der Mathematik beispielsweise hier nicht. Ja. Es gibt nicht die Aufgabe, lösen Sie folgende quadratische Gleichung oder so etwas. Oder solche Sachen, sondern jede Aufgabe, auch die allerkleinste Aufgabe, die nicht, also natürlich, wenn die Schülerinnen und Schüler das nachprogrammieren sollen, was sie an der Tafel vorprogrammiert haben oder am Beamer, dann ist das natürlich keine Transferaufgabe, das ist einfach nur eine Abtippaufgabe. Also noch weniger als diese Rechenaufgabe in der Mathematik, aber ansonsten haben sie es immer mit kleinen Transferaufgaben mindestens zu tun. Und ja, vielleicht eine gewisse analoge Situation in der Mathematik oder analoge Situationen der Mathematik, die mir eingefallen sind zum Beispiel diese hier. Ja, natürlich kann man das auch rein nach Schema F machen. Natürlich kann man das auch alles rein nach Schema F machen, Formeln vereinfachen. Ja, binomische Formeln beispielsweise sind so ein Schema F, aber Sie werden das ja typischerweise im Mathematikunterricht nicht so gesehen haben, dass es nur bei den binomischen Formeln geblieben ist, sondern Sie werden auch Formeln vereinfachen müssen mit scharfem Hinsehen, wo Sie jetzt Sachen einklammern oder ausmultiplizieren können oder bei Gleichungen und Ungleichungen auf die andere Seite bringen und so weiter. Stammfunktionen finden. Es gibt diesen Spruch, differenzieren ist eine Technik, integrieren ist eine Kunst. Ja, das wissen Sie ja, dass Sie da immer so ein bisschen scharf hingucken müssen. Im Mathematikunterricht ist das jetzt nicht so dramatisch. Sie werden wahrscheinlich immer erkennen können, relativ einfach erkennen können, ob das jetzt eine Aufgabe für partielle Integration oder eine Aufgabe für Integration durch Substitution ist und so weiter. Aber wenn Sie mit einer realen Aufgabe, Stammfunktion finden, konfrontiert sind und entweder kein Formelhandbuch zur Hand haben oder im Formelhandbuch diesen konkreten Fall nicht finden oder keinen Hinweis auf diesen konkreten Fall finden, dann müssen Sie eben das durch scharfes Hingucken machen oder auch Beweise entsprechend auch. So, wie geht man daran? Ein Ansatz zunächst einmal in Reihenform ist top-down. Also, wir haben zum Beispiel die Aufgabe, ein großes Bibliotheksverwaltungssystem zu bauen. Oder nehmen wir ein Beispiel direkt hier aus dem Leben gegriffen, unser Tukan-System. Also ein Verbuchungssystem, ein Verwaltungssystem für alles Mögliche, was da drin ist. Und wir brechen das nieder in verschiedene spezielle Aufgaben. Verwaltung von Studierenden mit ihren Stammdaten, Verwaltung von Lehrveranstaltungen mit ihren Stammdaten, Verwaltung von einer Zuordnung, welche Studierenden in welchem ihrer Bereiche im Studium jetzt welche Lehrveranstaltungen belegen dürfen, sich da anmelden dürfen.
Und dann entsprechend die Note auch noch dabei. Dann Räume beispielsweise sind da drin. Also das Schritt für Schritt zerlegen in immer feinere Teile, bis man dazu kommt, zum Beispiel, okay, Studierende haben als Stammdaten den Vornamen, den Nachnamen. Moment, da wird schon schwierig. Nicht in allen Kulturen ist das so einfach mit Vor- und Nachnamen. Da gibt es noch Adelsprädikate und ähnliches. Ja, dass man sich dann um solche Details kümmert. Oder bei Räumen. Moment, was braucht man da? Man braucht das Gebäudenummer, man braucht die Raumnummer im Gebäude und da gibt es auch noch ein paar Räume, die gesponsert werden und dementsprechend mit dem Namen des Sponsors benannt werden müssen. Ja, darum kümmert man sich dann erst spät um solche Details, wenn man erst dahin kommt, weil wir beginnen erstmal oben. Was ist die Gesamtaufgabe? In Teilaufgaben niederbrechen, die wiederum in Teilaufgaben niederbrechen und so weiter und so fort, bis wir in ganz elementare Teilaufgaben kommen, zum Beispiel sowas wie Verbuchung einer Note für einen Studierenden in einer bestimmten Lehrveranstaltung. Und dann kommt erst der Punkt, wo wir das implementieren. Und dann, wenn wir das für alle diese Teilaufgaben machen, die Implementation, dann haben wir sozusagen etwas vereinfacht formuliert, eine Implementation des Gesamtsystems. So, Bottom-up ist jetzt umgekehrt. Dadurch, dass es so große Bibliotheken gibt, gucken Sie sich einfach mal die Java Standardbibliothek an, was da alles schon drin ist. Ja? Das Thema GUI rauf und runter, ja? SQL-Anbindung und, und. Ja, also es bietet sich in vielen Anwendungsfällen, in vielen Softwareentwicklungsaufgaben an, wirklich eher bottom-up vorzugehen und einfach schrittweise aus den Komponenten, die schon da sind, jetzt größere Komponenten zu bauen, zum Beispiel aus den ganzen GUI-Komponenten, die schon da sind, ein spezielles Fenster zu bauen, was bestimmte Buttons und bestimmte Anzeigefelder und so weiter hat und so weiter und so fort. Das heißt also genau die umgekehrte Richtung wie bei Top-Down. Bei Top-Down sehen wir zuerst den Wald und am Ende die einzelnen Bäume. Und bei Bottom-up fangen wir mit den einzelnen Bäumen an und am Ende entsteht der Wald. Hier zum Beispiel etwas, was ich ganz früh, Sie sehen, Kapitel 01b, wahrscheinlich in der zweiten Woche mache ich das, also im zweiten oder dritten inhaltlichen Termin davon. Schon, dass ich hier schon ein erstes Beispiel für Top-Down bringe. Und zwar in einem sehr einfachen Beispiel. Ja, wir sind ja da noch gar nicht so richtig weit, dass wir da von so großen Projekten wie Toucan reden, ganz und gar nicht. Sondern gut, da kommen wir gar nicht in der VP hin, aber wir sind hier dabei, einfach so eine kleine Routine, die einfach in einem Rechteck mit vorgegebener Größe jeweils eine Münze auf jedes Feld ablegt. Und das Schwarze, was Sie sehen, ist, was wir machen wollen, dass der Roboter so immer hin und her geht. So, und dann fangen wir also an. Wir stellen fest, 9 Zeilen, das heißt 9-mal im Prinzip dasselbe machen. Dann wissen wir schon mal, ich habe das hier dann immer abgekürzt, nicht den ganzen Kopf der Vorschleife ausgeschrieben, sondern nur die wesentlichen Informationen, solange wir eine Zählschleife haben. Wobei ich das natürlich auch immer dazu gesagt habe, dass das natürlich nicht Java-Code ist, das kompiliert nicht, sondern das ist einfach nur unsere Abkürzung und im Quelltext müssen Sie es entsprechend ausschreiben. So, ausfüllen hier kann man vielleicht am Anfang sogar machen oder vielleicht auch später machen, dass man da irgendwas reinschreibt, das garantiert, was immer dasselbe ist, garantiert aber nicht durch den Compiler durchgeht, sodass Sie, wenn es nicht durch den Compiler durchgeht, was Sie hier hinschreiben, dann können Sie das unmöglich vergessen, das auszufüllen, weil der Compiler Sie darauf hinweisen wird. So, kann man machen, muss man aber nicht machen. So, und dann gucken wir uns weiter an. Aha, 10 Schritte da lang, immer 10 Schritte da lang, in jedem Durchlauf durch die äußere Schleife, immer in 10 Schritten in die eine Richtung, dann passiert irgendwas, 10 Schritte in die andere Richtung, dann passiert auch wieder irgendwas. Das heißt also, das grobe Schema der Schleifen haben wir damit schon und Sie sehen, an verschiedenen Stellen ist was auszufüllen. Es kann auch sein, dass man irgendwann feststellt, dass hier nichts auszufüllen ist, dann löscht man halt diese Zeile ersatzlos. Und dann kam, jetzt haben wir diese elementaren Schritte. Ja, wir entscheiden uns dafür, dass immer auf dem Hinweg
die Münze abgelegt wird und nicht auf dem Rückweg. Also Münze ablegen und einen Schritt vorwärts, dass diese kleinen elementaren das Muster hatten wir schon vorher in einer einfacheren Situation entwickelt. Und an dieser Stelle setzen wir das einfach nur wieder ein. Dann muss man sich überlegen, hier ein Beispiel mit dem Pfeil. Aha, wir entscheiden uns dafür, oder wir müssen uns eigentlich dafür entscheiden. Nee, müssen an dieser Stelle noch nicht. Wir entscheiden uns dafür, dass wir rechts immer eins höher gehen, eine Zeile höher. Wir können natürlich auch links immer eine Zeile höher gehen. Wir entscheiden uns für rechts. Und also hier gehen wir eins höher und gehen wieder zurück. Und da jedes einzelne Feld nur eine Münze haben soll, heißt es beim Rückwärtsgehen, beim Zurückgehen von rechts nach links, wird keine Münze abgelegt, sondern es wird nur 10 Mal vorwärts gegangen. Und dann müssen wir uns noch überlegen, was wir tun müssen. Wir sind schon eins höher gegangen hier. Also müssen wir hier uns nur noch drehen und fertig. Ja, ein einfaches Beispiel schon, um den Studierenden am Anfang der FOP, noch im Oktober, oder eben entsprechend den Schülerinnen und Schülern top-down beizubringen. Bottom-up erspare ich mir jetzt ein Beispiel, könnte man natürlich auch bringen, aber bei so einem einfachen Beispiel wie dem eben scheint mir doch top-down eigentlich die natürliche Wahl zu sein. Erst wenn es komplizierter wird, macht es Sinn, über Bottom-up zu reden, wenn man schon Komponenten wie etwa aus der Java Standardbibliothek hat und miteinander zu etwas Komplexerem kombinieren will. So, man wird in der Regel nicht beides, nicht eins von beidem wirklich konsequent durchziehen. Also eine Analogie, die mir gekommen ist, ist ein Puzzle. Wenn Sie ein Puzzle erstellen wollen, dann werden Sie ja auch nicht unten rechts anfangen und oben rechts aufhören mit der Zusammensetzung des Puzzles nicht, sondern Sie werden an verschiedenen Stellen loslegen. Das heißt also, Sie haben Wechselspielzeug zwischen verschiedenen Sachen. Sie auf der einen Seite beim Puzzle werden Sie den Rahmen erstmal versuchen hinzubasteln. Auf der anderen Seite werden Sie irgendwelche leicht wiederzuerkennenden Teile aus der Vorlage zusammenfügen wollen. Ja, also, und das beides ist im Wechselspiel zueinander. Das wird sicherlich auch bei Übungsaufgaben dann häufig der Fall sein. So. Dann bin ich fertig mit dem, was ich aus eigener Sicht mit dankenswerter Unterstützung, Aufarbeitung von der Frau Esche, Svana Esche, die bei mir mitarbeitet in der Fachdidaktik Informatik, was ich aus eigener Sicht hier erklären wollte. Ich möchte jetzt noch ein bisschen konkret auf bestimmte Literatur eingehen, auf einige Literatur eingehen. Wie üblich, Sie kennen das, die einzelnen Bücher, auf die ich verweise, finden Sie in der Bücherliste in Moodle. Hier nehme ich nur die Autoren oder eine Abkürzung der Autoren mit et al. Oder so etwas, et al. Oder so etwas und dann noch jeweils Abschnitt. Und warne vorneweg, also ich habe nicht gesehen, wie ich das machen könnte, dass den Inhalt wirklich wörtlich sozusagen wiederzugeben, wirklich das, was die beiden Autoren da gemeint haben. Deshalb muss ich diesen Disclaimer vorneweg geben. Das ist meine Interpretation und meine Strukturierung auf den folgenden Folien. Also das schreibe ich nicht mit dem Anspruch auf geistiges Eigentum der Interpretation und Strukturierung, sondern einfach als Vorwarnung, dass das nicht 100%, also ich muss gestehen, dass ich bei den Fachdidaktik- und auch Allgemeindidaktikquellen, die ich so konsultiert habe zur Vorbereitung dieser Vorlesung, dass ich da immer wieder auf Verständnisschwierigkeiten gestoßen bin, dass ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, wie das jeweils gemeint ist. So, aber ich versuche das jetzt so werktreu wie möglich hinzukriegen. So. In dem Kapitel 5.3 gehen die beiden Autoren erstmal von dem Begriff Variable im Sinne der Informatik aus. Wir hatten das schon. Mathematik versus Informatik. Variable in der Mathematik sind beliebige, aber festgehaltene einzelne Werte aus einer Menge. Es sei x Element aus R zum Beispiel.
während Variable in der Informatik ein Speicherplatz ist, der einen Namen hat, wenn man so will. Zustandsbasierte Modelle haben wir also. In einem nicht zustandsbasierten Modell haben Sie auch keine Variable, sondern höchstens Konstanten. Weil der Unterschied ist ja der, dass Sie im Laufe der Zeit den Wert einer Variablen ändern können. Und das bedeutet eben, von einem Zustand zu einem anderen zu gehen, eben zustandsbasiert. Jetzt muss ich dazu schreiben, die Behauptung, die ich hier paraphrasiere, dazu finde ich keinen Beleg für diese Behauptung. Hier wird einfach so behauptet, Lernende erfassen intuitiv, wie mit solchen Größen umzugehen ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, nicht nur, dass sie nicht belegt ist an dieser Stelle, zumindest nicht in der Auflage, die ich konsultiert habe. Vielleicht gibt es inzwischen eine Neuauflage, weiß ich nicht. Also falls jemand da etwas findet, gerne mir Bescheid geben. Aber es entspricht auch nicht meiner Erfahrung, dass das alles so intuitiv zu erfassen ist. Aber trotzdem möchte ich Ihnen das zusammenfassen, was ich da zu diesem Thema gefunden habe, damit Sie auch einen Einblick da bekommen, was in der Literatur zu dem Thema gesagt wird, was ich zumindest gefunden habe in der deutschsprachigen Literatur primär. Also ich bin da, wie gesagt, doch recht skeptisch. Eine Behauptung, von der ich behaupte, dass sie, naja, sehr oberflächlich belegt ist. In Sekundarstufe 1, also von Bundesland zu Bundesland, ist die Definition ein bisschen unterschiedlich. Also ich denke, wir können sagen, von der, weiß ich nicht, von der 5. bis zur 10. oder von der 7. bis zur 10. Klasse oder so etwas. Also, da muss Typisierung nicht sein und einfache Listen reichen als Linearstruktur. Das erinnert natürlich ganz klar an etwas, was Sie in der FOP kennengelernt haben sollten, nämlich die Sprache Racket, funktionale Sprachen. Da kommt Typisierung nicht vor, genauer gesagt keine statische Typisierung. Das heißt, es wird nicht vorher abgeprüft, ob die Operationen, die Sie auf einzelne Werte anwenden, ob die tatsächlich für die definiert ist, ja, ob die, wenn Sie beispielsweise eine arithmetische Operation anwenden auf ein x und auf y, wird, wenn Sie x und y einrichten, wird nicht geschaut, ob x und y tatsächlich Zahlen sind, Zahlenwerte von Zahlentypen sind, sodass Sie also tatsächlich die arithmetische Operation auf x und y anwenden können. Es können auch zwei stattdessen zwei String sein, beispielsweise. Das wird nicht vom Compiler geprüft, sondern erst zur Laufzeit wird festgestellt, hier ist ein Fehler passiert, das Programm ist abzubrechen. Da wird versucht, eine arithmetische Operation, zwei Strings beispielsweise mit einer arithmetischen Operation zu verknüpfen. Ja, also das ist offensichtlich, auch wenn ich es nicht so explizit gefunden habe, im Text ein Plädoyer für funktionale oder ähnliche Sprachen. Muss ich aber also antworten, also nach meiner Erfahrung, gerade für Anfänger und Anfängerinnen, ist es ein bisschen komplizierter, überall den Datentyp hinzuschreiben. Aber es ist gut für die Fehlersuche, weil viele Fehler eben dadurch, dass der Compiler mehr Wissen hat, der Compiler weiß, ob das jetzt ein String ist oder eine Zahl, dadurch können einfach viele Fehler schon von vornherein beim Kompilieren gefunden werden. Und damit ist und das hatten wir ja schon mal, dass Fehlersuche, hatten wir ganz zu Anfang heute, dass Fehlersuche bei Laufzeitfehlern sehr viel schwieriger typischerweise ist als Fehlersuche bei Compile-Zeitfehlern. So, und dann muss ich auch noch eine Erfahrung kommunizieren, die ich hatte als Dozent, ganz zu Anfang, als ich die FOP 2017 übernommen habe. Seitdem mache ich die regelmäßig jedes Jahr. Da hatte Racket, also die funktionalen Sprachen, einen viel größeren Stellenwert, als ich heute gebe. Da war Racket die Hälfte des ganzen Semesters mit dem Ergebnis, dass diese sehr schwierige, komplizierte Sprache Java ebenfalls auf ein halbes Semester komprimiert ist, auf sechs oder sieben Übungsblätter, was natürlich für Java ein bisschen sehr wenig ist, damit man Java vernünftig lernen kann.
Da hatte ich mir dann also immer Übungsaufgaben, Hausübungen und Klausuraufgaben ausgedacht, auch in Racket, weil das ja nun mal elementar ein sehr wichtiger Bestandteil der Lehrveranstaltung war, und bin immer wieder bei der Erstellung der Aufgaben in Verzweiflung gekommen, Aufgaben zu stellen, Aufgaben zu finden, die über diese grundsätzlichen Schemata wie Filter, Fold, Map und Ähnliches hinausgehen, aber immer noch einfach genug sind, um für Klausuraufgaben, dass sie als Klausuraufgaben nicht zu kompliziert sind und ohne dass man jetzt auf nicht funktionale Konstrukte wie Set-Ausrufezeichen zurückgreifen muss, was ja die Sache eigentlich konterkarieren würde. Ich will ja gerade funktionales Denken abprüfen in einer Klausuraufgabe, in der ich eine Aufgabe mit einer funktionalen Sprache stelle. So, also das hat mich dann schon ziemlich ins Nachdenken gebracht, inwieweit so eine funktionale Sprache oder auch andere rekursionsorientierte Sprachen, wie zum Beispiel Lisp, inwieweit die wirklich als Anfängersprache geeignet sind. Und ich bin da sehr, sehr skeptisch aufgrund dieser Erfahrung. Ja, gut, also diesen letzten Satz habe ich jetzt mit einem Fragezeichen gestellt. Aber ich denke, die Antwort ist eigentlich klar, funktionale oder vergleichbare Sprachen, sollte ich genauer sagen. So, jetzt, das ist der erste Punkt, den Modus und Strecker thematisieren. Und wie gesagt, ich bin da sehr skeptisch. Der zweite Punkt, Probleme beim Übergang zum selbstständigen Programmieren. Also das ist der zweite Punkt, den die beiden thematisieren, den ich Ihnen gerne mit Ihnen besprechen möchte. Inwieweit ist das Verständnis der implementierten Algorithmen ein Problem? Das ist sozusagen die Ausgangsfrage in dem entsprechenden Abschnitt in dem Buch. Und die Behauptung ist vielleicht ein bisschen überraschend, kein ernsthaftes Problem. Hängt natürlich ab, was für Algorithmen man meint. Nicht? Ich meine, der Algorithmus von Dijkstra zur Berechnung kürzester Wege, würde ich mal sagen, ist schon ein Verständnisproblem, wenn man damit umgeht. Aber wenn man ganz einfache Algorithmen hat, wie beispielsweise in einer Schleife die Summe der Elemente eines Arrays von Zahlenwerten zu berechnen, dann ist es natürlich kein so ernsthaftes Problem. Was die Begründung? Beim Durchrechnen der Algorithmen per Hand gibt es keine Probleme. Naja, also bei einem Algorithmus von Dijkstra würde ich da schon sagen, da gibt es schon Probleme. Aber auch bei einfachen Algorithmen, wie zum Beispiel, wir hatten letztes Mal die binäre Suche in einem aufsteigend sortierten Array, da würde ich schon sagen, dass das beim Durchrechnen der Algorithmen per Hand, dass da Probleme auftreten können. Gut, das ist natürlich dann richtig. Zu Anfang des selbstständigen Programmierens sind die Algorithmen auch sehr einfach. Ja, es kommt darauf an, wie einfach man die hält. Binäre Suche könnte man ja eigentlich als einen einfachen Algorithmus sehen, aber zählt sicherlich dann nicht mehr unter diese Definition von einfach. So, das interessante Schlussweise, weil es nicht an den Punkten liegt, die ich jetzt eben auf der letzten Folie zusammengefasst habe, muss es also an folgendem Punkt liegen. Ja, also es kann nach Meinung der beiden Autoren nichts anderes geben, als das, was sie sich überlegt haben an möglichen Ursachen. Algorithmen, also erstmal ist natürlich der interessante Punkt, dass hier immer von Algorithmen die Rede ist. Programmieren ist ja nicht unbedingt immer, also man kann sich natürlich darauf versteifen, alles, was wir programmieren, sind immer Algorithmen, aber Algorithmen im engeren Sinne sind ja nur ein Teilaspekt vom Programmieren, Algorithmen zu programmieren. Formulierung eines bekannten bzw. eigenständigen Entwurfs eines neuen Algorithmus wird verlangt. Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt hier. Das ist vielleicht der wesentliche Punkt beim Übergang zum selbstständigen Programmieren. Da würde ich auf jeden Fall den beiden Autoren absolut zustimmen, dass wir uns lösen davon, dass
In dem Aufgabentext für die Übungsaufgabe steht, schreiben Sie eine Schleife, die in jedem Schleifendurchlauf das und das macht und die zu Ende ist, wenn das und das eintritt. Also, dass man eins zu eins den Hausübungstext übersetzt in Quelltext, sondern dass wir dann eben sagen, schreiben Sie ein Stück Quelltext, vielleicht sogar schon eine Methode mit allem drum und dran, die eben, wie wir das eben gesehen haben, ein Rechteck von den und den Abmessungen mit Münzen führt. Jedes Feld genau eine Münze. Das ist dann nicht mehr die 1:1. Da muss man sich dann eben überlegen, wie sich das in Kontrollstrukturen umsetzt. Also, auch hier muss ich wieder sagen, es wird nicht belegt. Also nicht empirisch oder sonst wie belegt. Die ganze Diskussion ist sehr eher eine Diskussion einfach am grünen Tisch, wenn man so will. Und dass es nur daran liegt, dass es nicht noch weitere Ursachen geben könnte, die nicht bedacht worden sind von den Autoren, auch das ist nicht belegt. Also Sie sehen ein bisschen auch meine Problematik bei der Aufbereitung der Literatur, aber ich möchte Ihnen trotzdem die Literatur nicht vorenthalten und Sie können ja einfach auch in diese Bücher reinschauen, um sich ein eigenes Urteil zu bilden. Sie müssen nicht auf mein Urteil vertrauen. So, jetzt ist die Frage, wir sind immer noch beim Übergang zum selbstständigen Programmieren. Geeignete Anfängerübungen, also elementare Anweisungen, das heißt also ohne Kontrollstrukturen, ohne If-Schleifen, Methodenaufrufe und so weiter. Auch Vermeidung von Schachtelung, wenn man dann eben zu Kontrollanweisungen gibt. Und eben das, was ich eben gesagt habe, Anweisungen zu geben, die 1:1 übersetzbar sind. Ich merke gerade, dass ich selber das Wort Anweisung jetzt eben in meinem Vortrag zweimal unterschiedlich verwendet habe. Einmal im Sinne von Anweisungen im Quelltext, also Java-Anweisungen beispielsweise, und einmal Anweisungen im Sinne von Text der Hausübung. Ich bitte um Entschuldigung, das habe ich erst jetzt gemerkt. Es geht hier tatsächlich, das sehen Sie am letzten Punkt, nur um an, also hier wird der Begriff bei Motor und Stecker, der Begriff Anweisungen verwendet in dem Sinne Anweisungen in den Hausübungen. Elementare Anweisungen, also offensichtlich auch mit Schleifen gemeint, aber nicht mit Schachtelung von Schleifen, nur intuitiv erfassbar, nur was 1:1 übertragbar ist. Und dann einen Schritt weiter zu gehen, eben sich so langsam von diesem 1:1 zu lösen und zum Beispiel zu sowas wie zu kommen wie zeichnen Sie ein ganzes Rechteck mit an den und den Koordinaten mit den und den Abmessungen mit Münzen in Fopod. Solche Sachen. Oder vielleicht natürlich erstmal erster Schritt, legen Sie in einer Zeile von Spalte 3 bis Spalte 10 jeweils eine Münze ab. So, natürlich das erstmal, bevor Sie dann in zweidimensional mit einem Rechteck gehen. Und das können Sie dann natürlich auch, wie das so ein bisschen angeklungen ist bei unserem Top-Down-Beispiel mit dem Rechteck mit Münzen belegen. Das können Sie dann auch komponieren. Ja? Wir haben das Rechteck in einer Schleife komponiert mit einer anderen Schleife, die man dann sinnvollerweise schon mal in einer früheren Aufgabe gesehen hat, nämlich entlang in einer Richtung, in einer Zeile von links nach rechts, in bestimmten Abmessungen von einer bestimmten Spalte zu einer anderen bestimmten Spalte Münzen ablegen. Eben in dieser Schleife immer dasselbe machen, Put Coin und dann Move. Ja, das brauchen wir, glaube ich, nichts zu sagen, dass die Schülerinnen und Schüler da so langsam hineinwachsen werden, hoffentlich, und sodass sie also die Möglichkeit haben, die Komplexität zu erheben. Eben das Beispiel, was ich eben gesagt habe, erstmal eine Zeile mit Münzen belegen und dann im nächsten Komplexitätsschritt ein Rechteck belegen und dann, das hatten wir in der Vorlesung auch, als nächsten kleineren Komplexitätsschritt
anstelle eines Rechtecks ein Dreieck mit Münzen zu belegen, wo also die innere Schleife abhängt von dem aktuellen Wert des Schleifenzählers in der äußeren Schleife, im Gegensatz zum Rechteck, wo im Rechteck wird natürlich jede Zeile immer gleich lang durchlaufen, in einem Dreieck eben nicht mehr, sondern abhängig, in welcher Zeile wir sind, kommt dann davon hängt ab, wie weit wir dann immer nach rechts gehen und Münzen ablegen. Eine kleine Erhöhung der Komplexität. Und hier würden sich auch zum Beispiel Möglichkeiten anbieten, wieder zu differenzieren. Dass vielleicht das Lernziel ist, alle sollen das Rechteck und das Dreieck mit Münzen belegen lernen. Und diejenigen, die schneller sind, sollen eben noch weitere andere Muster entsprechend zeichnen mit Münzen. Aber eben nicht vorgreifend Aufgaben, die ähnlicher Natur sind und nicht dem Stoff der nächsten Unterrichtseinheiten vorgreifen. Und dann natürlich auch selbst irgendwann Algorithmen entwickeln, kann man also halt so einfache Sachen eben. Die Schülerinnen und Schüler haben gesehen, wie man die Elemente eines Arrays addiert. Und dann kann man sich überlegen, das zu variieren, dass man sie, was weiß ich, multipliziert. Das ist erstmal ein sehr einfacher Transfer. Dann kann man sich komplexere Transfers überlegen, dass man sie vielleicht nur bis zum Index so und so addiert oder dass man jedes Array-Element mit dem Index multipliziert und diese Produkte aufaddiert. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wie man einfachen Anfängeralgorithmus dann noch variieren kann, um entsprechende kleine Transferaufgaben zu stellen. Auch hier immer noch, was wir eben schon anklangen, Kontrollstrukturen, mit der Schaffung der Kontrollstrukturen ein bisschen warten, aber allerdings muss ich dazu sagen, ich habe jetzt in der FOP nicht so lange gewartet mit der Schaffung der Kontrollstrukturen, weil wir da eben mit FOPBOT eine Möglichkeit haben, das 1:1 visuell zu erleben, was es heißt, dass zwei Vorschleifen ineinander geschachtelt sind. Also je intuitiver der Anwendungsbereich ist, umso eher kann man vielleicht es wagen, auf solche komplizierteren Dinge zu kommen. Ja, wenn man so etwas eben hat wie hier. Also eine kleine Variation in der FOP war auch, darauf bezieht sich, dass jetzt hier, dass nicht das ganze Rechteck ausgefüllt wird, sondern schachbrettartig nur jedes zweite Feld mit einer Münze belegt wird und dann von einer Zeile zur nächsten immer versetzt, wie eben in einem Schachbrett. So, und dann wäre also der nächste Schritt natürlich dann fortgeschrittene und dann auch in Richtung Bottom-up und Top-down. Da würde es sich anbieten, schreiben Sie, und ich denke, das ist heutzutage ja auch Standard, braucht man nicht mehr vorzuschlagen. Zu der Zeit, als das Buch geschrieben wurde, war das sicherlich noch kein Standard, aber jetzt ist es so ein Standard, dass da zusätzliche passende Elemente, also Programmierumgebung, dass da, wie zum Beispiel FOPBOT, dass da eben vieles schon bereitgestellt ist, zum Beispiel eine Methode Move, die man nicht selber implementieren muss, die einem alles abnimmt, bis hin inklusive der Darstellung im Fenster. Dann bietet die Programmierumgebung natürlich einen spezifischen Kontext, siehe FOPBOT. Ja, würde sicherlich dazu passen. Dann kann man sich überlegen, Werkzeugkästen für verschiedene Kontexte. Da bietet sich natürlich in fortgeschrittener Programmierung beispielsweise die Standardbibliothek an, dass sie in einem Kontext so ein bisschen rumspielen mit den GUI-Möglichkeiten. Wenn die Zeit reicht und die Schülerinnen und Schüler entsprechend fit sind, dann vielleicht in einem anderen Kontext als Werkzeugkasten hernehmen, die Möglichkeiten der SQL-Anbindung in der Java-Standardbibliothek, also Datenbankanbindung und so weiter. Gut, das ist die Idee. Ob diese Idee wirklich im Rahmen unseres Unterrichts mit diesen Zeitvorgaben machbar ist oder nicht, sei mal dahingestellt. So, Bottom-up. Ja, also im Grunde ist das nochmal eine Wiederholung von dem, was ich hier schon aufgearbeitet habe, was Bottom-up und Top-down ist, nicht?
Hier kommt noch hinzu, was ich nicht gesagt habe, aus sich heraus motivierte Teilprobleme. Ja? Also in ein Fenster, also wenn, ich hatte ja gesagt, als ein Teilproblem zum Beispiel in einer großen GUI-Anwendung ein Fenster für eine spezifische Anwendung basteln mit bestimmten Buttons an bestimmten Stellen und so weiter. Das ist natürlich, das sollte natürlich aus sich selbst auch heraus, idealerweise aus sich selbst heraus motivierbar sein, ohne die Gesamtanwendung nur. Und das dann immer weiter zusammensetzen. In der Schule ist es sicherlich sinnvoll, dass man, also in realen Softwareprojekten würde man das sicherlich nicht so erreichen können, aber in der Schule ist es sicherlich sinnvoll, dass man die Aufgaben so gestaltet, dass dieser Bottom Up oder Top-Down nicht zu viele Stufen umfassen muss. Erstens mal wird man das zeitlich ja gar nicht hinkriegen und zweitens mal wird das sicherlich für die Motivation nicht so toll sein. Gut, das als Lernziel, das können Sie bei mir auch eben ganz zu Anfang der FOP sehen, wenn ich Schleifen und mit Break und Continue und F-Verzweigungen einführe, dann führe ich das auch anhand von Flussdiagrammen ein und bei jeder Variation zeige ich zwei Flussdiagramme nacheinander. Erstens mal das Flussdiagramm mit allen elementaren Anweisungen, also mit beispielsweise mit Evaluation der Fortsetzungsbedingungen und so weiter. Und dann noch einmal ein weiteres Flussdiagramm, wo die ganze Schleife dann nur noch ein einzelner Block ist, wo drin steht, nicht mehr drin steht Vorschleife mit dem und dem, sondern Berechnung der Summe der Elemente eines Arrays oder so etwas. Also das kann sehr gut unterstützt werden, beispielsweise durch solche Flussdiagramme, wo man eben genau dieses Teilproblem, die Lösung des Teilproblems dann in dem Gesamtflussdiagramm ersetzen kann durch einen einzigen Block, der sozusagen so aussieht, als wäre eine eigene elementare Anweisung. Und da stimme ich auch wieder den beiden Herren Autoren zu. Sobald man das Konzept für Subroutinen verinnerlicht hat, also Methoden in Java, sollte man beginnen, solche Sachen wegzukapseln in Subroutinen. Hier sehen Sie es nochmal, was ich eben gesagt habe. Erstes Bild so, zweites Bild so. Gut, gesamte If-Verzweigung, hier habe ich nicht reingeschrieben. Jetzt, weil das ist kein Beispiel mehr, sondern schematisch, sehen Sie hier Anweisung im If-Teil, Anweisung im Else-Teil und so weiter und so fort. Also ohne ein konkretes Beispiel, das heißt also auch die Verdichtung ist dann auch ohne ein konkretes Beispiel, da steht dann eben nur die F-Verzweigung drin. Also das ist ein wichtiges Lernziel sicherlich, diesen Schritt zu machen von hier nach hier. Erst einmal für Schleifen und Verzweigungen, aber auch generell für Sinneinheiten im Quelltext. Dass sie eine Sinneinheit haben, die eine bestimmte, in sich abgeschlossene Aufgabe erfüllt. Und die sollten Sie dann tatsächlich auch idealerweise, das haben wir eben gesehen auf der Folie, in eine eigene Methode packen. Hier sehen Sie auch nochmal ein komplizierteres Beispiel mit einer Schleife. Alles direkt Copy-Paste aus der FOP ganz zu Anfang in den ersten zwei Wochen, denke ich, 2 bis 3 Wochen. Mit einem Break zum Beispiel in einer Schleife und das Ganze wieder zusammengefasst. Sie sehen auch etwas, was wir auch schon mal hier am Anfang dieses Kapitels behandelt haben, als es um Spaghetti-Code mit GoTo und so weiter ging. Diesen Schritt von hier nach hier können Sie in einem GoTo-Spaghetti-Code gar nicht machen. Ja, weil alles mit allem irgendwie mit GoTos verknüpft ist. Können Sie nur machen, wenn Sie GoTo so diszipliniert verwenden, dann, dass sie stattdessen auch sowas verwenden können, das sie GoTo gar nicht brauchen. Und Sie sehen auch, es gibt zwei Möglichkeiten, hinter die Schleife zu kommen und dann nach der Schleife dann den Prozess weiterlaufen zu lassen. Und es gibt, wenn wir das zusammenfassen, gar keinen Grund, das als zwei Pfeile zu haben. Das ist ein Pfeil,
Ja, aber es gibt eben zwei Möglichkeiten, wie man aus der Schleife dann heraus zur nächsten Anweisung kommen kann. So, was ist mit Top-Down? Eben haben wir Bottom-Up gesehen. Jetzt ist die Antwort von in diesem Buch, in diesem Abschnitt in dem Buch, eben der, wenn wir wirklich dabei bleiben, dass bei Aufgaben bleiben, dass nur eine Komplexitätsebene dazwischen ist, dann ist der Unterschied natürlich nicht mehr so groß, so dass wir also da gar keinen großen Unterschied zwischen Top-Down und Bottom-Up machen können, machen müssen. Aber Sie sehen an dem Beispiel mit den Rechtecken, die wir eben hatten, eigentlich kann man Top-Down schon trotzdem, auch wenn tatsächlich nicht so viele Komplexitätsebenen da vorhanden sind, kann man doch trotzdem Top-Down-Ansatz ganz gut vermitteln. Also an dieser Stelle würde ich sagen, da sind die beiden Autoren doch etwas zu pessimistisch. Das ist natürlich noch dann ein wichtiger Punkt, inwieweit der in der Schule zu thematisieren ist, ist noch die Frage. So, das ist noch ein interessanter Punkt, auf den wir hier noch gar nicht eingegangen sind, auf den werden wir auch nicht weiter eingehen. Und soweit ich gesehen habe, die Literatur, die ich so gesichtet habe zur Vorbereitung dieser Lehrveranstaltung, wird auch nicht so viel darauf eingegangen, logischerweise. Es ist ja eher Programmieren als Hobby, wenn man so will, und weniger Programmieren als Profession. Eine neue Ausdrucksmöglichkeit für Ideen und Gedanken. Ja, das ist sicherlich, wenn Sie an sowas wie Fopot denken, ist das sicherlich so, dass Sie eine neue Ausdrucksmöglichkeit haben, bestimmte Formen von Gedanken und bestimmte Formen von Ideen dann eben auszudrücken, die sich unterscheidet von anderen Ausdrucksmöglichkeiten, die auch, naja, sagen wir bei manchen Schülerinnen und Schülern, vielleicht nicht bei allen Schülerinnen und Schülern, die dann auch das Bedürfnis weckt, damit kreativ umzugehen. Ja, dass das möglich ist, gut, das wird belegt durch die Open-Source-Gemeinde. Dazu möchte ich aber links was sagen. Heutzutage ist Open, also Sie wissen, was Open-Source ist, nicht? Nämlich, dass nicht einfach nur das fertige Programm verkauft oder auch verschenkt wird, also meistens ja verkauft, sondern dass auch die Quelltexte offengelegt werden. Und heutzutage ist das eher ein Geschäftsmodell geworden, weitgehend. Ja. Also Unternehmen legen ihren Quelltext offen, aber bieten dann kostenpflichtig zum Beispiel Beratung, Betreuung, Support, Erweiterungsmöglichkeiten und so weiter an. Ursprünglich war Open Source etwas, was mit Unternehmen gar nichts zu tun hatte, was Informatiker und auch einige Informatikerinnen einfach in ihrer Freizeit gemacht haben, aus Spaß und der Freude, dass sie in ihrer Freizeit programmiert haben und auf die Idee gekommen sind, das, was sie da programmiert haben, mit dem Rest der Welt zu teilen. Und dann haben sich entsprechende Lizenzen entwickelt, die Sie ja auch kennen, dafür, dass niemand kommen kann und Ihnen oder dem Rest der Welt verbieten darf, mit diesen Quelltexten irgendwas zu machen, wo Sie möchten, dass die Welt was mit diesen Quelltexten machen soll, zum Beispiel weiterentwickeln. Also da hat sich doch einiges verändert. Natürlich gibt es den ursprünglichen Open-Source-Gedanken weiterhin, aber meistens, wenn Sie mit Open-Source in Berührung kommen, denke ich mir, ist es eher diese kommerzielle Form Open-Source als Geschäftsmodell. Aber damals, als das Buch geschrieben wurde, war das noch anders. Da wurde das noch nicht so als Geschäftsmodell entdeckt. So, und dann möchte ich noch zu einem Punkt kommen. Dazu gab es sowohl was Universitäten, Hochschulen angeht, als auch was Schulen angeht, in den 90er Jahren gigantische weltweite Diskussionen in Foren. Also ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber in der Informatik gibt es schon seit den 80er Jahren, also nicht nur Informatik, aber es gibt in den 80er Jahren, seit den 80er Jahren das Usenet. Das ist eine riesige Sammlung, hierarchisch organisierte Sammlung von textbasierten Foren zum Austausch von
jedweder Art, hierarchisch basiert nach Thema, also zum Beispiel ist Informatik ein Oberthema, Programmiersprache ist ein Unterthema, Java ist ein Unterthema und darunter noch weitere Unterthemen und so weiter. So dass also für jedes noch so kleine Detail sozusagen prinzipiell ein eigenes Forum geben kann. Einige sind moderiert, andere sind nicht moderiert. Und seit den 80er Jahren sind Informatiker, Informatikerinnen übers Internet, lange bevor es das World Wide Web gab oder lange bevor es populär geworden ist, haben da Informatiker, Informatikerinnen schon intensiv, lebhaft alles Mögliche diskutiert, unter anderem diese Frage, welche Programmiersprache zu Beginn. Und das waren wirklich heftige Kriege, Kreuzzüge. Solche Begriffe wurden zur Charakterisierung dieser Diskussion verwendet. Es gab Leute, die schwören auf funktionale Sprachen, andere auf objektorientierte Sprachen, andere auf sowas wie Pascal-artige Sprachen, Modular und so weiter. Und heftigste Diskussionen darüber, warum die eine Sprache jetzt besser als die andere Sprache ist oder in welchem Detail, welches Detail in der einen Sprache besser gelöst ist als in der anderen Sprache und. Leider oft ins Persönliche gehend, in den nicht moderierten Foren. Und natürlich gab es diese Diskussion auch in Präsenz, ja, auf Tagungen oder auch in Informatikinstituten, Informatikfachbereichen. Eine große, große Diskussion, die sich eigentlich im Wesentlichen dadurch erledigt hat, dass in der zweiten Hälfte der 90er Jahre im Prinzip Java alles platt gemacht hat. Ich selbst hatte vorher in der ersten Hälfte der 90, Mitte der 90er Jahre noch angefangen mit Pascal, habe das umgestellt auf C, dann auf C++ und dann auch Ende der 90er Jahre dann auch, bin ich auch auf Java umgeschwenkt. Gut, inzwischen gibt es wieder Ansätze, von Java wegzukommen, mit Python zum Beispiel. Aber das war der große Umbruch, dass mit Java plötzlich, also die Diskussionen sind sozusagen von der Wirklichkeit überrollt worden. Sie kennen vielleicht diesen Spruch, die Hunde bellen, aber die Karawane zieht weiter. So ungefähr könnte man sich das vielleicht vorstellen, so meine Wahrnehmung. So, dann gucken wir mal jetzt nochmal in die Diskussion hinein, weil sie doch immer wieder wichtige Diskussion ist. Und ob Java wirklich in aller Zukunft die Sprache der Wahl für den Anfang ist, sei mal dahingestellt. Wie gesagt, es gibt ja auch Bestrebungen von Java wegzukommen. Python oder auch beispielsweise auch Scala wird an vielen verschiedenen Standorten benutzt. Ich möchte darauf hinweisen, dass das eine gigantische Aufgabe ist. Ich habe es, wie gesagt, die Migration mehrfach gemacht, von Pascal auf C, von C auf C++, von C++ auf Java. Und jedes Mal war es im Prinzip so, ich konnte den ganzen Kurs wegschmeißen und neu basteln. So geringfügig die Unterschiede beispielsweise zwischen C++ und Java auch zu sein scheinen, wenn man sich den Code nebeneinander herlegt, so gigantisch sind die Unterschiede doch in den Konzepten, beispielsweise, dass man sich in C++ auseinandersetzen muss mit Pointern, mit nackten Zeigern und damit, wie man dafür sorgen kann, dass aller Speicherplatz aufgeräumt wird, wenn er nicht mehr gebraucht wird, was der Garbage Collector in Java selber macht und solche Sachen. Oder so ganz, ganz simple Sachen wie zum Beispiel, dass es Unsigned Datentypen in C und C++ gibt. Unsigned Int besteht aus den Zahlenwerten 0, 1, 2, 3 und so weiter und hat keine negativen Zahlen, dass es sowas beispielsweise in Java nicht gibt. Oder überhaupt, dass in Java festgelegt ist, wie groß die einzelnen Zahlendatentypen sind, also mit wie vielen Bits jeweils und dass das jeweils Zweierkomplement ist. Dass es in C und C++, die sehr viel maschinennäher gedacht sind, überhaupt nicht festgelegt. Und so weiter. So, Sie kennen aus der FOP 2 für die FOP namensgebende Paradigmen, objektorientiert und funktional. In Kapitel 04D der FOP, 04 Dora, habe ich nochmal intensiv die beiden Konzepte am Beispiel Java und Racket gegenübergestellt. Also, wenn Sie das nochmal ein bisschen nachlesen möchten, ich denke, dass das eine gute Quelle dafür ist.
Gut, wir haben gesehen, es gibt funktionale Konstrukte in Java, wie zum Beispiel Lambda-Ausdrücke, die ursprünglich in funktionalen Sprachen entwickelt worden sind. Was wir nicht hatten in der FOP, war das Umgekehrte. Objektorientierte Konstrukte gibt es auch in Racket. Also Sie sehen, die FOP heißt ja funktionale und objektorientierte Programmierkonzepte. Sie heißt nicht funktionale und objektorientierte Programmiersprachen. Ja, also, und das versuche ich auch, das sehen Sie, was ich hier auf dieser Folie geschrieben habe, das versuche ich auch tatsächlich zu leben, dass ich thematisiere, was sind denn die funktionalen, was sind denn die objektorientierten Programmierkonzepte, welche funktionalen finden wir bei Java wieder, welche, gut, objektorientierte in Racket habe ich nicht gebraucht, aber das war dann auch nicht mehr notwendig. Dass diese genaue Trennung, dass wir eine Sprache funktional nennen, weil sie von ihrem Wesen, ihrem Geiste nach funktional ist, aber trotzdem kann sie Elemente enthalten, wie zum Beispiel Set-Ausrufezeichen bei Racket, die total antifunktional sind, die dem Geist der funktionalen Programmierung absolut widersprechen. So, wir sehen zwischen den Programmiersprachen eine gewisse Konvergenz, so wie eben. Funktionale Sprachen enthalten objektorientierte Konzepte, objektorientierte Sprachen enthalten funktionale Konzepte. Es gibt Sprachen, wie Scala, die von vornherein multiparadigmatisch angelegt sind, die also schon versuchen, von vornherein die verschiedenen Paradigmen zu integrieren. Ja, also da sind haben die Sprachen sich entwickelt, haben voneinander gelernt. Behalten aber immer noch ihr Hauptparadigma, und das ist dann zum Beispiel, also auch wenn es funktionale Konzepte wie Lambda-Ausdrücke beispielsweise in Java gibt, so ihrem Wesen nach, im Kern nach, ist Java sicherlich eine objektorientierte Sprache. Oder eben Racket, auch wenn es sowas wie Set-Ausrufezeichen und auch objektorientierte Konstrukte gibt, dem Wesen nach ist Racket sicherlich weiterhin eine funktionale mit Rekursion, mit eingebauten Listentypen, so die typischen Merkmale von funktionalen Sprachen. Es gibt noch ein weiteres gewichtiges Paradigma, das in der FOP ausgeschlossen ist. Also Sie werden vielleicht, wenn Sie hier die FOP gehört haben, die FOP als logische Form ansehen, so wie man Programmiersprachen und Programmieren einführen würde. Aber das ist nicht unbedingt der Fall. Sehr viel häufiger, was ich gesehen habe, ist, es gibt eine einführende Veranstaltung, wo nur eine Programmiersprache gelehrt wird. Und dann gibt es nochmal irgendwann später eine Pflichtveranstaltung, Konzepte von Programmiersprachen, so ähnlich. Da werden natürlich objektorientierte Konzepte betrachtet, auch logikbasierte Konzepte betrachtet. Da werden zum Beispiel Lambda-Ausdrücke viel, viel intensiver betrachtet, Stichwort Lambda-Kalkül, ja, also mit Lambda-Ausdrücken sozusagen rechnen. Und da würden dann auch weitere Paradigmen mit hineinkommen in so eine Lehrveranstaltungskonzepte von Programmiersprachen, die wir leider hier an der TU Darmstadt nicht haben, zumindest nicht als Pflichtveranstaltung. Eine wäre logikbasiert. Prolog ist der bekannteste Vertreter davon. Ich will das an einem kleinen Beispiel hier erläutern. Das sind alles Prädikate. Ja? Also boolsche Ausdrücke, wo hier erstmal gesagt wird, Joe und John sind in Vater-Beziehung. Das heißt, Joe ist Vater von John. Sie müssen sich also selber überlegen, vielleicht in den Kommentaren, was es bedeutet, dass Vater von Joe und John true ist. Ja, sie schreiben hier, Vater von Joe und John ist true. Und Vater von Joe und Jenny ist auch true. Mother von Jenny und Jody ist auch true. Ja. Sie führen diese Namen gar nicht selbst ein. Ja? Sie deklarieren Joe, John, Jenny und Joni gar nicht, sondern sie schreiben das einfach auf diese Art und Weise hin. Dann weiß das System, es gibt diese Entitäten. Ja? Natürlich weiß das System nicht, was Joe sein soll. Ja? Ob das jetzt ein Mensch ist oder ein Gummibärchen oder was auch immer. Und dann gibt es Ableitungsregeln. Zum Beispiel hier. Für alle XY gilt, wenn X Vater von Y ist, dann ist X auch Elternteil von Y. Also im Englischen haben sie ja, im Deutschen ist,
ist das ein plurale Tantum. Eltern im Plural, also plurale Tantum heißt wirklich übersetzt nur Plural. Im Englischen können Sie aber auch älter sagen, im Singular, hat sich so langsam in der Informatik zumindest eingebürgert, auch älter, ohne das N hinten im Singular zu verwenden. Sonst würden Sie eigentlich Elternteil als Umschreibung verwenden. Dasselbe für Mutter natürlich entsprach. Also für alle XY gilt das. Und hier noch die Großelternbeziehung für alle XY gilt. Hier kommt noch ein interessanter Punkt hinzu. Wenn, also groß geschrieben, große Anfangsbuchstabe sind Variable für alle XY. Kleine Anfangsbuchstabe sind Konstanten, also irgendwelche Entitäten, die auch nicht näher irgendwie hier dem System bezeichnet werden. Aber ich denke, es ist kein Problem, das jetzt selber zu nachzuvollziehen an dem kleinen lebensnahen Beispiel. Was hier noch hinzukommt, ist ein interessanter Punkt. Wenn eine Variable nur auf der rechten Seite auftritt, ist sie nicht allquantorbezogen, sondern existenzbezogen. Das heißt also, ich lese es vor, für alle XY gilt, wenn es ein Z gibt, sodass X Elternteil von Z und Z Elternteil von Y ist, dann ist X Großelternteil von Y. So, leider haben wir es jetzt nicht hundertprozentig geschafft. Schade, es wäre schön gewesen, wenn wir jetzt hier zu Ende dieses Termins tatsächlich auch am Ende dieses Foliensatzes gewesen wären. Jetzt muss ich aber trotzdem, wir können ja jetzt nicht ewig weitermachen, muss ich trotzdem an dieser Stelle beenden. Ich werde jetzt also die Vorlesungsaufzeichnung stoppen.